Wobei, so ganz neu ist die Idee nicht, denn Regensburg war schon immer eine Brücke zwischen Ost und West. Das ist besonders dem 2015 verstorbenen Dr. Albert Rauch zu verdanken, der ein Netzwerk zwischen den Kirchen aufbaute. Der neue Direktor des Instituts will dies auch in Zukunft fördern. Ich möchte versuchen, mit Vertretern verschiedener Ostkirchen ins Gespräch zu kommen, auch mit verschiedenen Institutionen der Ostkirchen, um gemeinsam zu schauen, welche Akzente eigentlich gebraucht werden. Man kann nicht sich einfach nur an den Schreibtisch setzen und sagen, jetzt machen wir das. Es muss ja auch etwas sein, das wirklich gebraucht wird und diesen Weg voranbringt. Das neue Ostkircheninstitut findet seinen Platz im Diözesanzentrum Obermünster und wirkt unter dem Dach des Akademischen Forums Albertus Magnus. Zur offiziellen Errichtung vergangenes Wochenende fand ein zweitägiges Symposium statt mit vielen wertvollen Beiträgen. Über allen stand die Frage, wie kann eine wirkliche Ökumene gelingen? Die Einheit braucht diese Welt, weil die Einheit der Kirchen ist zur gleichen Zeit vielleicht teilweise eine Einheit dieser Welt. Und vor allem die Einheit zwischen Ost und West. Und das ist mein Wunsch und deshalb arbeite ich seit 56 Jahren in Deutschland. Insgesamt gibt es im Bistum Regensburg 4 Institute. Das Institut Papst Benedikt, das Marianische und das Liturgische Institut und nun das neue Ostkircheninstitut. Die beiden Kirchen Ost und West auch in Zukunft zusammenzuführen, ist ein wichtiges Anliegen. Das weiß auch der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer. Er wünscht sich, dass es gelingt, Menschen zusammenzubringen, Menschen gemeinsam auch zum Beten zu versammeln und auf diese Weise einen Rahmen zu schaffen, in dem in aller Offenheit, Freiheit, Ehrlichkeit auch die Fragen diskutiert werden können, die noch offen sind und wo wir noch miteinander ringen müssen. Die Einheit der Kirche muss auch erbetet werden. Für den Start des Ostkircheninstituts wünschen wir Pater Dietmar Schon und allen Mitwirkenden Gottes Segen.